Liebe Freunde, ich habe mal eine Frage, was den Kampf angeht. Denn ich habe... jetzt mal euren Rat befolgt und die unsterbliche Klinge eingepackt. Die braucht ja Geistembleme, deswegen habe ich gerade noch ein paar gefarmt. Und? Mir ist noch vorhin bei einem meiner ganz vielen Testversuche was aufgefallen. Das zeige ich euch genug gleich. Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Erstmal die Frage, warum ich jetzt die sterbliche Klinge nehme, sollte jetzt beantwortet sein. Sie ist halt echt sehr gut. Ne? So. Und schon hat der Uhu echt die Hälfte seines Lebens verloren. Das ist schon ziemlich krass. So. Und so. Wow. Nicht schlecht. Gut abgeblockt. So, jetzt dürfte ich es nämlich eigentlich nicht mehr benutzen können. Weil jetzt ist das Ding ja auf Null. Ne? Aber wartet mal ab. Hier ist die Frage, wann wir sie wieder rausholen können. Spoiler jetzt nicht. Okay, ist auch nicht gerade meine beste Runde in dem Kampf. Also... So, ah, guck mal jetzt hier. Genau, sehr schön. So, ich kann sie aber trotzdem noch benutzen. Und ich habe schon mal nachgeguckt. Sie verbraucht jetzt halt die Geistembleme aus meinem Inventar. Ich dachte zuerst, okay, das ist ein Bug, weil sie ist jetzt ja auch rot. Oder bedeutet das jetzt einfach nur... dass sie nicht mehr so viel Schaden macht? Aber ich kann sie eben noch benutzen, ne? Und sie macht auch meines Erachtens noch echt viel Schaden. Also auch noch in der zweiten Runde dieses sehr schwierigen Kampfes finde ich sie sehr, sehr gut. Obwohl er natürlich jetzt hier wesentlich assiger ist. Und das Gift ist halt super fies. Wie oft ich hier schon an dem Gift mittlerweile gestorben bin. Ich finde, sie macht halt echt auch noch guten Schaden. Deswegen will ich nicht so recht glauben, dass sie jetzt nicht mehr so stark sein soll. Gut. Oh, sehr schön abgeblockt hier. Also sie ist halt echt immer noch eine extrem starke Waffe. Uah! Also gerade wenn ich ihn damit so richtig erwische, geht das echt immer noch gut. Ah, ich erwische ihn halt nicht immer damit. Das ist so der einzige Nachteil. Jetzt aber. Ne, also dann ist der... Dann ist der Kampf halt bald schon sehr einfach, finde ich. Also das kann doch nicht sein, oder? Dass man die so gut benutzen kann. Also es nimmt jetzt halt die Geistembleme bei mir aus dem Inventar raus. Oh, Vorsicht, das war jetzt echt ein Fehler.
Aber ihr merkt so, der Damage ist halt echt krass. Man muss halt trotzdem irgendwo grundlegend diesen Kampf beherrschen. Aber ich finde ihn damit halt jetzt echt ein Stück weit zu leicht, weil jetzt habe ich ihn auch. Ne? Das war's mit dir. Der Tod eines Schattens. Ihr habt mich gut ausgebildet. Gut gemacht. Shinobi-Exekution. Ja. Das kann doch nicht sein, oder? Erinnerung, großer Shinobi. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Der große Shinobi Uhu war der Pflegevater des Wolfs. Aromaast. Ein duftender, getrockneter Zweig des immer blühenden Baums, gepflückt vom Vater des Wolfs. Der immer blühende Baum ist ein Sakura-Baum und dementsprechend mit Nostalgie behaftet. In voller Blüte erinnerte dieser Zweig Takeru an seine Heimat, eine der Zutaten für das Räucherwerk, das der göttliche Erbe zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt. Takeru kann dann der Name vom Uhu sein, oder? Also scheint zumindest so. So, jetzt schauen wir mal. Ich bin mit knapp 60, ja, nee, ich habe immer, hä? Ich habe keine Geistembleme verbraucht. Sonst wurden sie zumindest immer aus meinem Inventar heraus verbraucht, also aus meinem, okay. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das war ein Bug. Ja, Relikt großer Shinobi. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es dem Wolf, sich wieder zu vergewärtigen. Der große Shinobi Uhu wollte um jeden Preis die Macht des Drachenerbes erlangen. Na los, lass deinen wahren Namen in ganz Japan erklingen. Alles nur, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Leute, ich will nichts sagen, aber das war kein ehrenvoller Kampf. Weil, schaut mal. Ich kann sie immer noch benutzen. So, jetzt gucken wir mal. Ich müsste jetzt eigentlich... Nee, es sind immer noch 59 Geistembleme. Das ist ein Bug. Okay, das ist jetzt echt scheiße. Weil zuvor habe ich ja zumindest alle Geistembleme, die ich hatte, verbraucht. Ich hatte fast 200 Stück. Die habe ich alle verbraucht. Dachte ich, okay, dann nimmt sie dann halt aus dem Inventar. Aber anscheinend ist das nicht so. Wir laden das jetzt hier mal neu. Ich hoffe, dass es nicht dauerhaft ist, weil dann könnte ich A, die unsterbliche, die sterbliche Klinge nicht benutzen. Und B, wäre das ziemlich doof. Okay, das geht immer noch. Okay, also Spielstand neu laden hätte nicht geholfen. Oder ist das normal? Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt es mir in die Kommentare. Irgendwie bin ich gerade mega verwirrt. Aber richtig krass verwirrt. So, da ist Emma. Kann man die jetzt belauschen, die beiden? Sollte man dann wahrscheinlich so machen, dass man sie auch sieht, beide, oder? Gut, ich... Natürlich, wenn ich da rumrenne, dann wird das mit dem Belauschen natürlich jetzt auch nicht so gut werden. Ganz kurz. So. Nochmal rasten. Und dann checken wir mal ab,
ob wir die beiden belauschen können. Ich opfere dafür sogar... ein Konfekt. Ich meine, ich habe mir ja ein, zwei Guides zu dem Boss angesehen. Das mache ich ja bei einigen Bosskämpfen, vor allem wenn ich länger dazu brauche. Was heißt Guides, aber so ein paar Kniffe. Und keiner hat das halt die ganze Zeit mit dieser Klinge gemacht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit der Klinge auch nur irgend legitim ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich glaube, belauschen kann man die beiden nicht, oder? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Oh, aber ich kann hier Alkohol anbieten. Ah, das konnte ich ja eh immer die ganze Zeit schon. Hier, für euch. Oh, das ist doch Ishin-Samas Lieblingssake. Ich nehme einen Schluck. Vorzüglich. Bitte. Sagt irgendwas. Ich möchte euch etwas fragen. Natürlich. Wer hat euch im Kampf mit der Klinge ausgebildet? Mit der Klinge? Ich bin Ärztin. Ja, aber wer war es? Ishin-sama. Ich hatte aber nur wenig dafür übrig. Eure Fähigkeiten sprechen eine andere Sprache. Warum habt ihr es erlernt? Nun, nicht um Menschen zu töten. Was meint ihr damit? Es liegt mir völlig fern, jemanden umzubringen. Aber ich würde einen Dämon töten, falls sich einer zeigt. Einen Dämon? Nehmt mich nicht ernst. Das war nur ein Scherz. Werter Wolf, es scheint, als zeichneten nun weniger Sorgenfalten eure Stirn. Bitte sorgt dafür, dass Kurosamas Wunsch, die Unsterblichkeit aufzuheben, in Erfüllung geht. Werter Wolf, es als bitte sorgt dafür, dass Kur... Lebt wohl. Wolf. Ich bin erleichtert zu sehen, dass es euch gut geht. Und der Uhu? Ich habe ihn getötet. Das tut mir leid. Kurosama. Es tut mir leid. Ich habe getan, was nötig war. Wolf, danke. Mein Vater, er hatte das hier bei sich. Dieser Zweig ist vom immer blühenden Baum? Verstehe. Der Uhu hatte ihn also. Ja, wir sind dem Urquellräucherwerk einen Schritt näher. Ja, ja. Das stimmt, Wolf. Ich muss wachsam sein. Wolf, ich habe Fortschritte gemacht. Das ist bestimmt die letzte Zutat für den Duft. Und welchen? Das Blut des göttlichen Erben des Drachenerbes. Mit anderen Worten, mein Blut. Euer Blut. Aber Kurosama, ihr könnt nicht bluten. Ja, es stimmt, dass die des Drachenerbes nicht bluten können. Ich habe in Genichiro-samas Gemächern jedoch ein Notizbuch von Takaru-samas Pagen gefunden. Und es scheint, dass ich doch bluten kann. Ich möchte, dass du das hier für mich verwahrst. Tagebuch des Dieners. Ein Tagebucheintrag von Takurus Diener. Takuru-sama hielt seinen Arm über das Räuchergefäß und versuchte, ihn mit dem Schwert zu schneiden. Doch seine Wunde heilte, ohne dass ein Tropfen Blut floss. Tomoe-sama sagte, ohne sie kann dein Blut nicht vergossen werden. Was kann sie nur gemeint haben? Also dann müssen wir nur herausfinden, wie ich bluten kann. Vielleicht sollten wir Emma-sama fragen. Als Ärztin sollte sie sich mit dem menschlichen Körper auskennen. Ja, sie kann uns vielleicht helfen. Okay, na dann fragen wir doch mal Emma-sama. Ich möchte euch etwas fragen. Ja, was gibt es? Kann der göttliche Erbe bluten? Wieso wollt ihr das wissen? Wir benötigen das Blut des göttlichen Erben, um die Drachentränen aus dem Reich der Götter zu holen und die Aufhebung der Unsterblichkeit zu erlangen. Oh, ich verstehe. Es stimmt, dass das Blut des göttlichen Erben nicht auf gewöhnliche Weise vergossen werden kann. Allerdings verfügt ihr über die Mittel dafür. Die sterbliche Klinge. Ja, hier, nehmt.
Schrott der Aufhebung der Unsterblichkeit. Ein Teil von Takerus Buch über die Aufhebung der Unsterblichkeit. Mit sterblicher Klinge in der Hand kann mein Blut vergossen werden. Mein Blut wird den Duft vollenden. Das Reich der Götter rückt näher, die Unsterblichkeit wird aufgehoben. Ich muss Tomoe bitten, bei meiner Enthauptung zu helfen. Das wurde von Takeru-sama verfasst. Ganz genau. Mit der sterblichen Klinge könnt ihr das Blut des göttlichen Erben fließen lassen. Ich verstehe. Das bringt uns einen Schritt näher an die Aufhebung der Unsterblichkeit. Ich werde Kurosama davon berichten. Natürlich. Ah, okay. Also Takeru ist nicht der Name des Uhus, sondern Takeru ist der andere göttliche Erbe, von dem wir ja die ganze Zeit auch, naja, zumindest wissen, weil Kurosama von ihm quasi die Lehren bezieht, wie man die Unsterblichkeit aufheben kann. Wie ich bereits kann die Sterblichkeit. Ja, ich werde Kurosama. Okay, natürlich. Gut. Na gut. Lebt wohl. Lebt wohl. Also nochmal zurück zu dir. Wolf, sieh mal hier. Ich habe etwas gefunden, das uns helfen könnte. Es ist ein Stein. Ein Stein? Ja, sieh dir das an. Okamis alter Text. Eine alte Notiz vom Okami-Clan, der das Reich der Götter zu erreichen suchte. Ein duftender Stein aufbewahrt in einem Dorf in den Tiefen Ashinas. Man muss sich hineinstürzen, um ihn zu finden. Damit ist der Urquellduft vollendet. Lasst uns nun aufbrechen ins Reich der Götter. Was ist? Was ist los, Wolf? Was hast du da für einen seltsamen Stein? Ist das der duftende Stein der Urquelle? Mein Herr, dieser Stein wurde im Altar verwahrt. Ja, genau wie er im Buch beschrieben war. Ja, und es gab auch eine Inschrift. Ein süß duftendes Brautgeschenk. So stand es auf dem Altar. Braut? Was für ein Ort war das denn? Es war in einer Höhle hinter einer Tür aus massivem Stein. Wohin würde eine Hochzeitssänfte wohl anschließend gehen? Wir werden es wohl nie erfahren. Süß duftend. Kurosama, dieser Ort könnte das Tor zum Reich der Götter sein. Ich verstehe. Süß duftend. Also in den Urquellduft gehüllt. Darauf bezieht es sich vielleicht. Kurosama, ich habe die Blume für den Urquellduft besorgt. Oh, blühte sie wirklich im versunkenen Tal? Ja, tief im Tal. Dort also war das Urquellwasser tief. Das hast du gut gemacht, Wolf. Wolf, hast du mit Emma-sama gesprochen? Das habe ich. Und? Was hat sie gesagt? Dass es vielleicht mit der sterblichen Klinge geht. Ich verstehe. Die sterbliche Klinge bringt also mein Blut zum Fließen. Ja, Kurosama. Das sollten alle notwendigen Zutaten für den Duft sein. Wolf, entzünde das Räucherwerk. Wie ihr wünscht. Kurosama. Wolf, die sterbliche Klinge. Hab keine Angst. Ich werde nicht tief schneiden. Würdest du die sterbliche Klinge aus ihrer Scheide ziehen? Ja, Kurosama. Verzeih mir, aber schließ deine Augen. Ja, Kurosama. Jetzt ist es vorbei, Wolf. Was macht die Wunde? Es geht mir gut. Ich habe mir nur leicht in die Brust geschnitten. Das ist also das Urquellräucherwerk. Es ist so voller Sehnsucht. Ich verstehe. Und? Fällt dir eine Veränderung auf? Der Duft und der Palast der Urquelle. Diese Worte haben sich in meinen Verstand gebrannt. Der Palast der Urquelle. Es ist wie Takeru-sama schrieb. Dieser Ort muss zum Reich der Götter führen. Aber wie ist der Palast der Urquelle zu erreichen? Ein süß duftendes Brautgeschenk. Das stand auf dem Altar, wo der duftende Stein lag. Ja, du trägst jetzt den Duft des Urquellräucherwerks. Ich glaube, wenn du zum Schrein in der Höhle gehst, wird sich der Weg zum Palast der Urquelle vor dir öffnen. Die Unsterblichkeit wird bald durchtrennt werden. Ich verlasse mich auf dich, Wolf. Wie ihr wünscht. Wolf,
Du musst Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter herbringen. Ja. Erst musst du in die Tiefen der Höhle hinabsteigen, wo du den duftenden Stein gefunden hast. Du trägst jetzt den Duft des Urquellräucherwerks. Ich glaube, wenn du den Schrein in der Höhle betrittst, wird sich der Weg zum Palast der Urquelle vor dir öffnen. Wie erwünscht. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Werter Wolf, es scheint, als zeichnet... Bitte sorgt... Okay, nun gut, dann... Lebt wohl. ...wissen wir, was wir als nächstes tun müssen. Nämlich, wir müssen in diese Höhle gehen. Die kennen wir nun schon im versunkenen Tal dahinter. Ich glaube, das ist die Höhle, die gemeint ist. Ich glaube, dadurch, dass wir erstmal die Bosse alle besiegt haben, ich glaube, nach der Nonne hätten wir schon gegen den Uhu kämpfen können. Hätten jetzt erfahren, oh, wir müssen hier nochmal irgendwie hin und uns dem Affen stellen. Aber der ist ja nun schon tot. Dementsprechend können wir einfach rein in diese Höhle. Anni, hier haben wir die Blume hergeholt, oder? Stimmt. Die Höhle war hinter der Nonne. So. Das war dann in den Tiefen von Ashina. Genau. Hochzeitshöhlentür. Genau. Hier müssen wir hin. Oh Mann, was für eine Folge, ey. Was für eine Folge. Ich habe eine ganz böse Vorahnung, dass ich den Uhu nur mit diesem Bug besiegt habe. Ah, jetzt müssen wir oben wahrscheinlich da rein, ne? In diese Sänfte. Genau. Die Sänfte steht bereits. Jetzt müssen wir da nur noch rein wahrscheinlich. Genau. WTF? WTF? Was ist das? Ist das eine Gottheit? Okay. Oh Gott, ruckelt das gerade auf meinem zweiten Bildschirm. Aus diesem Grund mache ich jetzt erstmal Pause und check mal, ob das jetzt hier wirklich auch bei euch so ruckelt oder ob das jetzt nur bei mir so der Fall ist. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt bezüglich des Kampfes. Ob das jetzt ein Bug war mit der göttlichen Klinge, wollte ich sagen. Mit der sterblichen Klinge, das wollte ich sagen, Alter. Ob das ein Bug war oder ob das wirklich so ist, dass man die benutzen kann, auch wenn die Geist-Embleme auf Null sind, man dann vielleicht weniger Schaden macht oder so.
Das wäre natürlich ganz gut, weil dann hätte ich ein besseres Gefühl, was den Kampf angeht. Ansonsten bleibt leider das Gefühl, dass ich einen Bug benutzt habe. Und das ist ja nicht so gut, muss man ja sagen. Aber da bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten war es ja trotzdem noch ein recht zäher Kampf gegen den Uhu. Ich musste ja viele Angriffe abwehren, sehr oft ausweichen, schauen, dass ich nicht sterbe. Also es war jetzt kein geschenkter Sieg. Aber es wäre deutlich schwerer gewesen, weil hätte länger gedauert, hätte ich es mit normalen Schwertschlägen machen müssen. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ihr lieben Leute. Wir sehen uns trotzdem wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.